Natürlich haben viele Migranten anfangs einen hohen Bedarf an Hilfe und Unterstützung. Aber sie wollen auch schnell unabhängig sein und etwas zurückgeben. Sie wollen Teil der Gesellschaft werden, in der sie jetzt leben, und sich integrieren. Menschen mit Migrationshintergrund haben so viel zu geben, menschlich wie fachlich, beispielsweise als Ärzte, Anwälte oder Ingenieure. Es ist besonders sinnvoll, die Geflüchteten mit an den Tisch zu holen, wenn Programme für sie geplant werden. Die Hilfsorganisationen sollten die Menschen, für die sie ihre Ideen entwickeln, als Partner betrachten und so mit ihnen zusammenarbeiten. In dieser Zusammenarbeit können Programme gestaltet werden, die einen besonders hohen Nutzen für die Geflüchteten haben. They can utilize the services. Es gibt derzeit so eine große Welle der Angst vor Geflüchteten und Migranten bei den Menschen in Europa. Ihnen möchte ich sagen, habt keine Angst. Schaut mal zu uns. Wir in Amerika haben eine lange Tradition und viel Erfahrung darin, Flüchtlinge aufzunehmen. Und wir sind eine der mächtigsten Nationen.